Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich habe heute wieder ein Easter Egg für euch. Ich habe eigentlich erst gedacht, dass es nur ein Glitch ist, aber scheinbar ist es ein bewusstes Easter Egg wieder in der Firing Range. Und zwar gibt es einen Trick, der funktioniert genauso wie der Trick, um die Dummies lebendig zu machen, um in der Third-Person-Perspektive jede einzelne Legende spielen zu können. Was das im Einzelnen bringt, eigentlich nicht viel. Es sieht aber total geil aus. Wir springen mal direkt in die Firing Range und dann zeige ich euch genau, was ihr machen müsst. Als erstes müsst ihr wieder alles ablegen, was ihr am Anfang habt, sprich die Pistole weg, die Munition weg. Am besten nehmt ihr wieder Pathfinder, damit geht es am schnellsten. Und was richtig, richtig cool ist, ihr könnt sogar dieses Easter Egg mit dem Dummy Easter Egg kombinieren, was auch eine richtig coole Sache ist. Also wir müssen erstmal bis ganz hier runter. Dann müssen wir hier hochlaufen, halten uns relativ weit rechts, gehen hier die Stufen hoch. Ihr seht ja grob, wo ich langlaufe. Grob ist Quatsch. Ihr seht es natürlich ganz genau. Ich kann eigentlich auch hier hochklettern. Zack. Und dann müsst ihr hier hin. Ganz wichtig vorher, bevor ich es vergesse, geht mal kurz in eure Einstellungen. Wichtig ist, dass ihr unter den Controller-Einstellungen, bin ich jetzt hier schon drauf, ich habe es jetzt hier auf Englisch, aber es ist ganz wichtig, dass ihr unter Controller-Einstellungen hinhocken auf der ersten Option habt. Also die vierte Sache hier, Crouch Button auf Toggle, auf Deutsch, keine Ahnung, wie es da jetzt heißt, aber ihr seht es ja selber, wenn ihr unter den Reiter-Controller geht, die vierte Option und gleich das erste auswählen, das ist ganz wichtig. Dann stellt ihr euch hier vor die Wand, guckt nach unten, hockt euch hin, wechselt die Legende, ich nehme jetzt hier Wraith und zack, schon sind wir in der dritten Person und können hier im Fortnite-Style, sage ich jetzt einfach mal, hier so rumheizen. Wir können die Waffen benutzen, wir können ins Scope gehen. Die Besonderheit ist bei den Scharfschützengewehren, wenn wir ins Achtfach-Scope zum Beispiel gehen, dann sehen wir das Scope in-game, ganz normal, wie wir es aus dem Spiel kennen. Logischerweise funktioniert natürlich der, also ihr seht es hier, wenn ich in den Scope gehe, wechselt der hier hin und wenn ich eine Waffe ohne Scope habe, kann ich ganz normal schießen, als würde ich aus der Hüfte schießen. Ist eine coole Sache, bringt natürlich nicht viel, weil in-game, also im richtigen Gefecht, kannst du das natürlich nicht machen. Ist aber eine coole Sache, wie ich finde, als Easter Egg. Ich bin mal gespannt, was es noch alles so für Easter Eggs gibt. Ich gehe jetzt mal kurz. Hallo Deutsch. Ich wechsle jetzt mal auf den Pathfinder. Ich habe es noch nicht getestet. Ob es kombinierbar ist, also ich weiß, dass es kombinierbar ist, aber ich habe es noch nicht selber probiert. Ich hau jetzt mal alles raus, was ich im Inventar habe. Und auch bei den Einstellungen, das Hinhocken, bei wem das nicht mit den Dummies funktioniert haben, diese Hinhock-Funktion muss auf dauerhaft stehen, also dass wenn ich mich hinhocke, dass ich den Knopf nicht gedrückt haben will. Sorry, wenn ich es jetzt ein bisschen umständlich erkläre. So, dann grabbeln wir uns wieder hier hoch. Zack, sind wir oben, alles klar. Gucken hier nach unten, hocken uns hin, wechseln die Legende. Gehen wir wieder. Ja, sie hat irgendwas erzählt. Das ist immer der Indikator dafür, dass es funktioniert hat. So, dann rutschen wir hier wieder runter und ja, die Dummies sind nicht mehr rot. Also man kann jetzt wieder hier rumspringen, die Dummies befighten, wie man Bock hat. Was nehmen wir hier mal? Wir nehmen hier mal so ein. Oh, da, die ballern schon auf mich, alles klar. Natürlich. Fühlt euch frei, mich völlig zu plätten. Geile Meile. Okay, also es ist natürlich ein bisschen anders, fühlt sich das Aim natürlich an. Das ist auf jeden Fall aber eine richtig coole Sache. Und vielleicht ist es ja irgendwie ein Hinweis, dass in naher Zukunft man vielleicht das Spiel für alle Fortnite-Fans ein bisschen interessanter gestaltet, dass man vielleicht über kurz oder lang, vielleicht in Season 4 oder so schon, die Option hat, von der Ego-Shooter-Perspektive in die Third-Person-Perspektive zu wechseln. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, würde ich eine coole Option finden, vielleicht um noch mehr Spieler anzulocken. Das soll es, Entschuldigung, für dieses kurz und knappe Video schon wieder gewesen sein. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Tipps und Tricks, Infovideos und so weiter über Apex Legends verpassen wollt. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.